Laura Maria Reiper gab zu, sich einem Beauty-Eingriff unterzogen zu haben, und verrät, weshalb sie dies nie wieder machen würde. Laura Maria Reiper, hatte sie eine Beauty-OP? Der Frage danach, ob sie sich schon mal einer Beauty-OP unterzogen haben, müssen sich viele Influencer regelmäßig stellen, so auch Laura Maria Reiper, 28. Immer wieder wird die Verlobte von Pietro Lombardi, 31, mit Fragen bombardiert, ob an ihr noch alles natürlich ist. Bislang hat die Blondine Fragen nach Botox und Co. immer ignoriert, und das fiel auch ihren Followern auf. In einem Q&A auf Instagram hakte ein User nun ganz ungeniert nach: Botox-Fragen meidest du oder? Kommt nie eine Antwort. Offensichtlich hatte Laura keine Lust mehr, sich dieser Frage ständig aussetzen zu müssen, denn tatsächlich antwortete sie und stellte klar: Ich habe zu große Angst davor und würde es deshalb auch nicht machen. Ich finde, dass es im jungen Alter vielleicht noch gut aussieht, aber mit zunehmendem Alter finde ich es leider echt schrecklich, und meiner Meinung nach entstellt es eine Frau. Dann verriet sie ein kleines Geheimnis. Die Mutter des kleinen Leano hatte aber tatsächlich bereits einen Beauty-Eingriff. Laura Maria Reiper ließ sich die Lippen aufspritzen und würde es nie wieder tun. Laura fuhr fort: Noch schlimmer finde ich Hyaluron, weil es im Gesicht wandern kann. Ich habe mir vor vielen Jahren mal meine Lippe minimal aufspritzen lassen und habe allergisch darauf reagiert. Seitdem halte ich mich fern von diesen Sachen. Sie würde nun natürlich altern wollen und habe davor auch keine Angst. Die Influencerin glaubt, dass heutzutage viele Frauen Angst vor dem Altern hätten, was sie überhaupt nicht nachvollziehen kann. Laura ist überzeugt, im Endeffekt kommt es auf deine Aura an, die man nach außen hin ausstrahlt. Ganz klar also, Beauty-Eingriffe wird es bei Laura Maria Reiper nicht mehr geben.